Guten Morgen zu Tag 4 inzwischen. Holy shit. Wir sind immer noch am Campingplatz hier in Dresden. Und ja, wir hatten Glück. Ich bin jetzt vorhin bei der Rezeption gewesen. Wir haben nachgefragt, so, yo, wie schaut es denn aus? Gibt es eventuell die Möglichkeit, noch eine Nacht da zu bleiben? Und sie meinte so, ja, sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt noch eine Nacht hier bleiben. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben heute wenig Stress. Wir können heute gechillt reinfahren in die Stadt nach Dresden. Ist sehr gut angebunden mit den Öffis. Wir sind basically in einer Viertelstunde oder was von diesem Campingplatz drin in der Innenstadt. Wir werden heute ein bisschen Innenstadttour machen. Wir werden dort was essen. Wir werden einfach ein bisschen chillen und dann eben nochmal eine Nacht hier verbringen. Und dann geht es erst los am nächsten Tag über Leipzig nach Berlin, also am Freitag. Finde ich sehr cool, bin ich sehr froh, über, dass sich das so gefügt hat. Sonst hätten wir jetzt müssen auf Krampf noch irgendwo einen anderen Campingplatz finden, der vielleicht dann auch wieder zu ist oder voll ist oder sonst irgendwas oder zu weit weg von der Stadt und so weiter. Es wäre alles ein bisschen blöd gewesen, deswegen sind wir gerade sehr, sehr froh darüber. Und während er schaut, was wir heute so machen in der Stadt, mache ich wieder Videoschnitt. Tag 3 steht an der Reihe. Das Problem ist, diese Videos haben alle 1,5 bis fast 2 GB von der Größe. Das heißt, hochladen zehrt an meinem Handy-Internet extrem. Und ich habe jetzt mir das ein bisschen durchgerechnet. Es wird sich nicht ausgehen, regelmäßig zu streamen und jeden Tag ein Video hochzuladen. So viel frei Internet habe ich hier nicht in Deutschland. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen werde ich eventuell die Streams ein bisschen zurückstecken, weil die Daily-Videos sind mir jetzt dann doch wichtiger. Deswegen, na, verzeiht mir das bitte schon mal jetzt im Vorhinein. So, und genau jetzt, wenn wir losgehen wollen, nach Dresden in die Stadt rein, kommt ein Regenguss. Mal schauen, wie lange der dauert, aber ja, es ist das erste Mal, dass wir am Tag Regen haben. Ich hoffe, das wird unsere Stadt-Experience trotzdem nicht allzu sehr schmälern. Wir gehen jetzt mal zum Bus und dann schauen wir mal, fahren wir rein. So, wir sind wieder on the go. Der Döner war richtig lecker. Teuer zwar, 5 Euro, aber der war fett, Alter. Da war so viel drin. Ich bin jetzt richtig gut gesättigt. War auf jeden Fall ein echt nicer Döner. Ah ja, bevor ich vergesse, Rating würde ich sogar 9 von 10 geben. Der war echt not bad. Jo, wir sind jetzt hier im, ja, sagen wir mal, historischen Zentrumkern von Dresden. Hier hinter mir ist der Zwinger. Da müssen wir erst herausfinden, warum der so heißt. Hier ist die Oper, glaube ich. Dann hier hinten die Elbe. Da werden wir dann später noch hinspazieren. Hier haben wir die Kathedrale von Dresden, die irgendwie so klein im Vergleich zum Beispiel zur Residenz mit dem fetten Turm hier. Und das hier ist der Kirchturm. Naja. Wir sitzen jetzt hier mit einem einigermaßen kühlen Bier. Cheers an der Elbe. Mit einer wirklich, wirklich nice Aussicht hier auf die Frauenkirche. Wir genießen ein bisschen, gerade dass es nicht regnet, richtig schön. Es tröpfelt zwar immer wieder ab und zu ein bisschen, aber es ist so ein englisches Wetter, sagen wir so. Mein englisches Wetter. Ne? Also es tröpfelt ein bisschen, aber ist ganz angenehm. Und da wir heute wirklich den ganzen Tag Zeit haben und theoretisch erst um Mitternacht auf dem Campingplatz wieder sein müssten, genießen wir uns einfach mal jetzt hier ein bisschen die Zeit so. Genießen ein Bierchen und schauen mal, was der Tag noch so bringt, ne? Jetzt regnet es ein bisschen mehr. Ergo, ich habe die regensicherere Jacke angezogen. Unser kleines Bierpäuschen ist jetzt beendet. Wir gehen jetzt weiter zu diesem komischen Ding, das aussieht wie eine Moschee. Das ist nämlich keine Moschee. Ich dachte zuerst auch, denke so, oh, aha, schöne Moschee hier am Start. Und nee, das ist eine Fabrik, eine ehemalige Zigarettenfabrik. Ja, so habe ich auch geschaut. Mehr dazu dann, wenn wir dort sind. Ich finde das mega lustig, das Gebäude. Das schauen wir uns auf jeden Fall von nahe an.
Ich stehe jetzt vor dem Gebäude, leider ist hier eine Eisenbahn dazwischen, das heißt, wir kommen nicht näher ran. Das ist basically eine Zigarettenfabrik gewesen. Dieses Minarett hier war der Schornstein, like what the fuck. Jenice, glaube ich, heißt diese Marke oder hieß diese Marke Jenice. Wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, also 1910 herum circa. Finde ich lustig. So, jetzt sind wir wieder zurück auf diesem Residenzhauptplatz, wie immer man das hier nennt. Und wir gehen jetzt rein in die Kirche mit diesem kleinen Turm, den ich so seltsam fand. Die Kirche selbst ist ja eigentlich gar nicht mal so klein. Und da starten wir jetzt mal rein und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Da drin in der Kirche hat man jetzt sehr schön gesehen, was mit ganz Dresden, der ganzen Altstadt in Dresden passiert ist. Basically, Dresden wurde sehr hart getroffen im Zweiten Weltkrieg von Bomben und ja, entsprechend diese gesamte Altstadt, also was wir uns hier gerade anschauen, diese Kirche, die Residenz und auch die Frauenkirche, wo Mädchen gehen, war einfach mehr oder weniger nur noch Ruinen und wurde halt alles wieder aufgebaut. Von außen sieht die Kirche wirklich alt aus. Aber drinnen, haben wir es gesehen, sieht alles sehr neu aus. Auch die Frauenkirche, zu der wir jetzt hingehen, wurde vollständig zerstört und war eigentlich geplant gewesen, sie als Ruine stehen zu lassen, um als Mahnmal zu dienen. Wurde dann allerdings vor gar nicht mal allzu langer Zeit, irgendwann um die 2000er Jahre herum, glaube ich, wieder aufgebaut. Und ja, die schauen wir uns jetzt an. Wir wollten jetzt in die Frauenkirche rein, aber da stehen sehr, 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 sehr viele Menschen. Hier müssen wir uns anstellen, hier. Sehr, sehr viele Menschen an. Ich weiß nicht, ob gerade Rush Hour ist oder ob da immer so viele Leute anstehen. Wir werden das mal ein bisschen beobachten. Schauen wir mal. So, jetzt nach einiger Zeit warten wir uns noch eine Stunde ein bisschen so gechillt einfach. Stellen wir uns jetzt nochmal an der Frauenkirche an. Hier ist die Schlange ist ein bisschen, aber ja, wir kommen hoffentlich in den nächsten 10 Minuten rein. Okay, hat sich das doch ausgezahlt, dass wir ein bisschen angestanden sind. Wir sind jetzt auf der Suche nach was zu essen. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten. Wir schauen einfach mal, was wir finden, worauf wir Bock haben. Und ja, dann sehen wir uns beim Essen wieder. Na gut, wir sind jetzt gerade hier in diesem Restaurant, Abendessviertel, basically alles voll. Wir haben jetzt leider bei zwei Restaurants nachgefragt, wo wir eigentlich Bock hätten, beide voll. Ich hoffe, wir finden trotzdem irgendwas in der Gegend, weil also der Flair hier ist schon sehr nice. Wir haben ein Lokal gefunden, es ist ein kanadisches Steakhouse. Ich habe meinen Burger geholt, Johi hat sich einen Steak geholt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es schmeckt. Als Bier haben wir heute ein Feldschlösschen, ja, dass ich es richtig rausbringe. Testen wir mal ganz kurz. Kann man auf jeden Fall trinken, ist jetzt nicht der absolute Favorite, aber kann man trinken, also wird auch so circa 7 von 10 würde ich geben. So, jetzt sind wir wirklich voll gefressen, es war mega geil das Essen. Ja, wir werden jetzt noch schauen, ein bisschen herumspazieren, vielleicht gehen wir noch in die eine oder andere Bar, mal sehen. Was für ein August der Starke. Ich würde vielleicht eher sagen, August der Verregnete. Wir sind jetzt am letzten Lokal des heutigen Abends angelangt. Wieder oder immer noch am Platz von der Frauenkirche hier. Ja, ein weiteres Bier. Wir haben ein Radeberger. Das ist auch ein Bier hier aus der Gegend. Das ist ein Pilsner. Dadurch etwas ja, hopfiger, etwas herber. Ich bin ja nicht so der Freund von bitteren Bieren. Ich habe sie eher so süffig und leicht jetzt im Geschmack. Deswegen gebe ich dem jetzt auch nur 7 von 10. Aber kann man auf jeden Fall trinken. Ist auf jeden Fall ein stabiler Pilsner. Ne?